Ey, yo Leute, was geht ab bei euch? Es gibt einige Gameplay-Trailer zu Belveth, die sind ein bisschen weird. Es ist nicht das Ganze, was wir sonst so kennen, so von Riot, sondern es sind irgendwie sechs, sieben verschiedene eigenständige Clips. Ich kenne zwei davon bereits, vielleicht drei, wenn ich mich nicht irre. Der Champion sieht sehr komisch aus, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, warte mal, ich habe mir davor noch ein Video noch geballert. Wir sollten die Geschwindigkeit vielleicht mal runterdrehen. Sieht sehr komisch aus. Also, sie ist halt dieser Rochen und sie ist scheinbar ein AP-Melee-Bruiser. Sie hat auch ein bisschen was von diesem Absorb-Aspekt, den ich im Video davor erzählt habe. Schauen wir uns die Scheiße hier einfach erstmal an. Im Voraus schon mal, ihr seht ja hier diesen Kreis um sie herum da. Das hier sind scheinbar ihre Dash-Richtungen. Also sie kann in vier verschiedene Richtungen dashen. Ich glaube, dafür muss sie ein Ziel haben, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, schauen wir uns das einfach eben einmal kurz an. Damit ihr euch fragt, die Qualität hier, ich kann die nicht höher drehen. Das ist das Höchste, was sie haben, ne? Mit 1080p und HD und sowas. So. Das war schon mal ein bisschen sehr interessant, ne? Wenn wir uns diesen Clip hier nochmal angucken. Nun ist ihre Leiste, die steht scheinbar für ihre Dashes. Denn wenn sie einen Dash benutzt, dann fühlt sie sich weiter auf. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass der vierte Dash irgendwie sie irgendwie bufft oder sowas. So. Sie geht hier rein, hat ihr W scheint ein Knock-up zu sein, so wie Kane es auch hat. Ne, hat jetzt die Dingens abgeholt. Und das habt ihr vielleicht eben nicht gesehen, aber sie hat gerade ganz viele kleine Punches gemacht. So, jetzt, ne, Alt-Tag war ja so ein Swipe. Und dann jetzt. Drr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 r
Das war Triumph, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wait. Hat sie ihre E auf dem Tower benutzt? Nee, okay. Der Drache leuchtet. Aha, sie kann ihn absorbieren. Wait, hat sich ihr Aussehen verändert? Doch, 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 guck mal, achte mal auf ihren Rücken. Achte mal hier auf ihren Rücken, diese roten Striche. Denn ich glaube, jetzt sind die viel ausgeprägter. Okay, sie ist ein Evolutionschampion. Dann ist sie das. Dann ist sie der geteaserte Jungler. Okay, sie kann gerade überwinden. Ich kann die nicht ernst nehmen. WTF? Okay, sie ist jetzt sehr schwarz. Achtet mal drauf. Guck, einmal hier ist sie noch so ein bisschen heller. Und jetzt ist sie hier dieser sehr schwarze Rochen. Ich glaube, das ist dann, wenn sie Nash absorbiert. Wait, what? Sie hat einen GA? Kann man sie auf AP und auf AD bauen? Lol. Warum bricht MF ihre Ulti ab? What the fuck? Das war mega gescriptet. War da ein Cut drinne? Warte. Doch, da war ein Cut drinne. Wait, haben sich die Minions mitverändert? Achtung auf die Minions. Das ist mega gescriptet. Achtet da mal drauf. What the fuck? Oh, wie viel Leben hat der Ohren verloren? Okay, der hat nicht mehr viel Leben. Ja, okay. Wie viel haben wir noch? Okay, ein bisschen Material haben wir noch. What the fuck? Ist das nicht schwarz, oder? Oh, doch, doch, okay, doch, sie ist jetzt auch schwarz. Ach ja, stimmt. Stimmt, je nachdem, ob sie Red oder Blue absorbiert, ist sie, glaube ich, ein AP-Champion oder ein AD-Champion. Oder war das bei Crux und Grom so? Stimmt, 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 da war irgendwas. Warte mal, die Voidlinge hier sind auch größer geworden. Ey, das gibt mir richtig Diego-Vibes, ne? Ich glaube, das ist halt ihre Passive, das mit dem Absorbieren oder sowas. Also muss es ja sein, wenn es auch um Jungle Camps geht. Also, Leute. Ich finde, der Champion sieht komisch aus. Ich weiß nicht, das Design fickt mich einfach richtig ab. Also, ich habe nichts gegen Monster oder sowas. Ich finde aber, sie sah in ihrer Cinematic nicht in ihrer Menschenform, sondern in ihrer Void-Form, also menschliche Form, sondern in ihrer Void-Form tausendmal geiler aus. Ich finde, das Kit sieht eigentlich ganz cool aus, wenn ich ehrlich sein soll. Also, mit Ausnahme vom... Ne? Weiß ich nicht. Also, ich finde diese Voidling-Mechanik auch sehr cool. Das gibt mir so ein bisschen so ein Zerg-Vibe aus StarCraft. Ja? Ich habe Zerg echt gerne gespielt. Weiß ich nicht. Also irgendwie, es gibt so Sachen, die ich mag, es gibt aber auch Sachen, die ich nicht mag. Und Sachen, die man nicht mag, bewertet man immer doppelt so schwer wie Sachen, die man mag. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich finde, das ist der komischste Champion, den wir hatten. Ich sage jetzt nicht, dass er broken ist oder sowas, ne? Oder dass da irgendwelche Game-Mechanics sind, die kompletter Schwachsinn sind. Nicht so wie bei Akshan zum Beispiel. Oder auch bei Yone oder was weiß ich auch. Weiß ich nicht, Leute. Was ist denn eure Meinung dazu? Also jetzt mal legit, was ist eure Meinung zu Belveth? Ich fand das mega komisch zum Anschauen. I don't know. Aber ja, Leute, ich peace mich erstmal out.
Wünsche dir einen guten und haut rein, Leute. Bye, bye.